La Plagne, eines der bekanntesten Skigebiete Frankreichs. Unweit der Alpenstadt Albertville gelegen, erfreut sich der Ort im Tarentaise-Tal eines großen Einzugsgebiets. Das Retorten-Skigebiet zählt seit der Verbindung mit Les Arcs zu den größten Skigebieten in Frankreich und weiß mit allerlei Annehmlichkeiten zu locken. Vom Supermarkt über den Skishop bis hin zur Apotheke, in den Planstädten der französischen Berge mangelt es an nichts. Selbstverständlich dürfen auch die Hochhausschluchten mit ihren Appartements im 70er-Jahresstil nicht fehlen. Die heile Bergwelt ist hier eigentlich nur eine Illusion. Trotzdem bieten sich dem Seilbahninteressierten hier einige fahrenswerte Exemplare. Mit den beiden Seilbahnen Roche de Millau und Bellecôte besitzt La Plagne zwei Seilbahnschätze, die so auf der Welt kein zweites Mal existieren. Sie entstammen im Gegensatz zu den meisten anderen Anlagen noch der Gründerzeit des Skigebiets und stellen daher mittlerweile eine Rarität dar. '61 beginnt die Geschichte der Skistation La Plagne. Die ersten Schlepplifte entstehen und mit ihnen die typischen zweckmäßigen Hochhausbauten, wie man sie aus vielen französischen Skigebieten kennt. Anders als viele andere Skigebiete besitzt La Plagne aber schon bald nicht mehr nur einen Einstiegspunkt, sondern verteilt sich auf mehrere Siedlungen. Zu Beginn der 70er Jahre kommen erste Überlegungen auf, das bis dato recht überschaubare Skigebiet deutlich zu erweitern. Als Hauptattraktion sehen die Ideen eine Erschließung des über 2700 Meter hohen Roche de Millau vor. Von der Siedlung Plagne-Bellecôte soll der Gipfel auf direktem Weg durch eine Kabinenbahn erschlossen werden. '75 kann die Télécabine de la Roche de Millau schließlich eröffnet werden. Eine Kabinenbahn mit sechsplätzigen Fahrbetriebsmitteln. Nach den Erstlingswerken von Villard-de-Lans und Courchevel ist es erst die dritte solche Bahn von Poma in Frankreich. Und zweifelsohne ist es mit Abstand die spektakulärste. Nicht weniger als 37 Zwischenstützen, 3,6 Kilometer Länge und 800 Höhenmeter überwinden die Kabinen bei einer Fahrt zur Bergstation. Damit ist ein riesiges Skiareal neu erschlossen, doch in La Plagne hat man noch weit größere Pläne. Nur 3 Jahre später findet die Seilbahn ihre Fortführung in Form der Télécabine de Bellecôte. Die neue Anlage dient in erster Linie der Erschließung des Glacier de la Chiotte, ein Sektor auf einem Gletscher. Das gehört für ein Skigebiet dieser Größe in den 70er Jahren schon fast zum guten Ton. Der Weg dorthin ist weit, doch nach dem Erstlingswerk am Roche de Millau stellt auch dieser Umstand kein Hindernis mehr dar. Der Verlauf der Bellecôte-Seilbahn ist daher ähnlich spektakulär. Direkt nach der Talstation am Roche de Millau geht es steil bergab in Richtung des Col de la Chiotte. Der Abschnitt ist absolut unzugänglich, weswegen die Bahn in diesem Abschnitt eine Bergebahn besitzt, um im Zweifelsfall die Fahrgäste evakuieren zu können. Eine Abfolge mehrerer Niederhaltestützen lenkt das Förderseil ab. Fortan geht es mit sanftem Gefälle zur Zwischenstation weiter. Die Station auf dem Col de la Chiotte besitzt eine strategisch wichtige Bedeutung. Einerseits starten hier die basisspannende und abgelegene Abfahrten. Andererseits ist die Station ein häufig genutzter Einstiegspunkt, sowohl in Richtung Gletscher als auch in Richtung Roche de Millau. Darüber hinaus dient die Station einer horizontalen Ablenkung des Förderseils um etwa 15 Grad. Anders als bei der Zwischenstation der Seilbahn von Plagne-Bellecôte zum Roche de Millau liegt hier jedoch keine Sektionentrennung vor. Das Förderseil läuft durch die Station hindurch. Genau wie der erste Teilabschnitt ist auch die Strecke bis zum Gletscher in 3000 Metern Höhe kein bisschen weniger spektakulär. Mit beeindruckenden Spannfeldern und Steigungen geht es rasant hinauf zur Bergstation. Diese ist der mit Abstand neueste Bestandteil der Anlage. Im August 2005 ereignet sich ein Brand, dem die originale Station zum Opfer fällt. Auch diverse Stützen und Kabinen werden in Mitleidenschaft gezogen. Das Förderseil reißt durch die Hitzeeinwirkung. Doch es gelingt, innerhalb von kürzester Zeit eine komplett neue Station aus dem Boden zu stampfen.
Dem tatkräftigen Einsatz der Planer, Techniker und Monteure ist es zu verdanken, dass gerade einmal 3 Monate zwischen der vollständigen Zerstörung der Bergstation und der Wiedereröffnung der Bahn vergehen. Der Neubau der Station bedeutet auch einige Änderungen an der Technik der Bahn. Die Abspannung des Förderseils erfolgt nun nicht mehr durch ein Gegengewicht auf der letzten Stütze, sondern durch eine hydraulische Einrichtung in der Station selbst. Die ebenfalls teilweise zerstörte Stütze 38 vor der Bergstation besitzt neue Stützenköpfe und auch im mittleren Verlauf der Bahn werden einige Stützen durch neue Exemplare ersetzt. Die nostalgische Kuppeltechnik und Kabinen sind allerdings immer noch fester Bestandteil der Telekabinen. In diesen Kabinen handelt es sich um die erste Generation des Herstellers Sigma mit 6 Sitzplätzen. Je 3 Fahrgäste sitzen hier Rücken an Rücken und können auf diese Weise das Panorama besser genießen. Und das ist am Glacier de la Chiope durchaus sehenswert. Egal ob Mont Blanc oder andere namhafte Gipfel, der Blick auf die französischen Alpen von hier oben ist eine Reise wert. Von dem ursprünglichen Ziel der Erschließung ist dagegen nicht mehr viel zu sehen. Nur noch Überreste des Gletschers sind an der Bergstation auszumachen. Eine Gletschergrotte gibt es noch, der Sommerskitraum ist jedoch seit 2005 ausgeträumt. Sommerski gibt es allerdings noch anderswo. Eine Seilbahn wie die Telekabine Belcotte sucht man dagegen auf weiter Flur vergebens. Die alte Technik mag einem Laien nicht ins Auge stechen, aber die röhrenden Kabinen und die wilde Trassierung über die Abhänge machen eine Fahrt spannender als manche Achterbahn in Freizeitparks. Naturgemäß ist das aber nicht jedermanns Sache. La Plagne ist eigentlich ein hochmodernes Skigebiet mit viel Komfort und Animation, ganz wie es der anspruchsvolle Gast wünscht. Jährlich fließen Millionen in den Unterhalt und die Erneuerung der Liftinfrastruktur. Am Roche de Nouveau erfolgt im Sommer 2018 gerade der Bau der neuen kuppelbaren Sesselbahn Inversion. So ganz passen die Seilbahnen Roche de Nouveau und Belcotte daher langsam nicht mehr ins Gesamtbild. Der Komfort ist zu gering, genau wie die Förderleistung. Seit dem Brand und dem Verlust einiger Kabinen kann die Bahn stündlich nur noch knapp 1000 Personen befördern. Ein Ersatz durch einen kapazitätsstärkeren Neubau ist seit Jahren im Gespräch. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre der Ersatz verständlich, aus historischer Sicht und aus Erlebnisgründen jedoch äußerst schade. Die Anlagen verkörpern auch heute noch den Pioniergeist der 70er Jahre, ohne den wir Orte wie den Glacier de la Chiope niemals so einfach, spektakulär und schnell erreichen könnten. Es bleibt somit zu hoffen, dass die Seilbahn Belcotte trotz aller Ersatzpläne noch einige Jahre ihre Runden drehen wird.